Hallo Leute, willkommen bei Medieval Dynasty. Dies ist Teil 122. Da sitzt ja unser großer Bub. Jo. Ich dachte mir, vielleicht übe ich mal meine neue Armbrust ein bisschen. Und dann werde ich mit ihm sprechen und vielleicht können wir dann ja auf die Jagd gehen. Und ich bin ja super froh, dass wenigstens die Schulkinder Stiefel anhaben und Mützen und so im Winter. Wird's echt Zeit, dass sie die Kleinkinder auch mal anziehen. Sei gegrüßt, meine Liebe. So, willst du was Bestimmtes? Okay. Anscheinend nicht. So. Aber sie hat sich ja ein bisschen seltsam verhalten. Nun gut. Ich dachte mir, ich baue mir so eine Zielscheibe und übe damit ein bisschen, damit ich sie wenigstens ungefähr bedienen kann. So, erstmal gucken, wie man die überhaupt baut. Das müsste eigentlich hier sein. Da. Ein Rundholz und 20... Nein, drei Rundholz und 20 Stroh. Gut. Das müssten wir hier haben. So. Und dann nehme ich sicherheitshalber auch noch ein paar Speere mit, weil mit denen habe ich eher Erfahrung. So. So. Und 20 Stroh. Gut. Jawohl. Ja, mein Eisenhammer ist bald kaputt. Und die Tasche macht's auch nicht mehr lang. Ein schöner Wintertag. Jetzt gucken wir mal, ob hier in dieser angehenden Schleuse ein guter Platz ist. Nee, das ist eigentlich zu dicht. Dann stellen wir die... Dann machen wir das schon hier so entlang und stellen die vielleicht hier auf. Ja, ich denke mal, die Holzarbeiter sind ja deutlich weiter hinten und dann ist das hoffentlich nicht gefährlich. So. Gut. Bisschen drehen. So vielleicht. Okay. Und jetzt gehe ich natürlich nicht ganz so weit weg. So. Und jetzt gucken wir mal. Die Armbrust, die habe ich schon auf die 3 gelegt. Und ich habe auch schon meine... wie heißen die Dinger? Eisenbolzen ausgerüstet, oder? Ja, die Eisenbolzen. Da ist ein roter Kringel. Also kann ich das ja mal ausprobieren. Zielen mit Rechtsklick. Okay. Knörk. Ja. Ich wackel. Mal gucken. Wo bist du? Oh. Oh, da sind natürlich die Mitarbeiter doch gefährdet. Sollte ich weiter weggehen. Und ein bisschen tiefer darf man durchaus. So. Gut. Oh, die schießt ganz schön weit. So, dann machen wir hier ein kleines Erinnerungsbild. Nein, so. Und gehen etwas weiter weg. Was natürlich nicht die Zielgenauigkeit erhöht. Aber wenigstens schieße ich dann eventuelle Waldarbeiter nicht sofort. Oh, das dauert aber lange.
So. Ich ziele einfach mal mit dem Kreuz direkt auf diese... Oh. Er macht Jubelmusik. Na, das gucken wir uns doch mal an. Oh, in Schwarze. Jawoll. Super. Habe ich jetzt genug geübt? Ich denke mal... Also das war jetzt ja im Prinzip, musste ich dahin halten, wo ich auch hinschießen wollte. Das ist ja gut zu wissen. Das ist ja anders als bei Speeren oder so. Da muss man drüber zielen. Und jetzt rüste ich noch den nicht vorhandenen Speer aus. Was habe ich denn hier noch Schweres einstecken? Federn. Tja. Ja, das läppert sich, was man so alles mit sich rumschleppt. Den Zweithammer und die Zweitaxt. Die Hacke, die könnte ich natürlich mal weglegen. Und dann hole ich mir stattdessen ein paar Speere. Oh, fleißig bei der Arbeit, das ist gut. So. Ja. Also. Und sonst Eisenpfeile. Oh ja, einige Pfeile habe ich gemacht. Ja, falls wir in Denica vorbeikommen. Gut. Und das Geld wiegt natürlich auch schwer. Steht hier zwar nicht, aber das sind sie wahrscheinlich zu fein, um das anzugehen. Nehmen wir hier ruhig mal diese, davon zwei. Diesen, ach, nehmen wir auch den alten. Und dann noch einen neuen. Ich denke mal, damit komme ich hin. So, und die legen wir dann, tja, auf eine neue Zahl. Nehmen wir mal die 7. Für die Speere. Ich hoffe, ich merke mir das. Hab ich genügend Breitwegerich? Ja, das müsste für ein kleines Scharmützel reichen. So, ein gut vorbereiteter Vater tritt an seinen Sohn heran. Nach dem Motto, willst du immer noch jagen gehen? Am Ende will er gar nicht mehr jagen gehen. Aber dann ist okay, dann lege ich einfach die Speere weg. Und mach was anderes. Jüngchen, wo steckst du? Tja. Ich wollte ihn halt vorher nicht fragen, weil ich da noch nicht vorbereitet war. Haben die schon Karotten angesät? Ja. Und warum wird hier nicht Karotten angesät? Mal gucken. 10 Uhr. Eigentlich müssten sie arbeiten. Ja. Sie arbeitet als Landwirt und Eckbert auch. Dann schicke ich den Eckbert nochmal aufs Feld. Nein, 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 will ich nicht aus meinem Dorf entfernen. Gott bewahre. Das wäre ja schlimm. Vater von 2 Kindern. So. Ich will ihm nur einen neuen Job in der Scheune geben. So. Als Erntehelfer. Ich denke mal... Das müsste er alleine hinkriegen. Sonst gibt es hier, glaube ich, gar nichts zu tun. Ja, und wo könnte mein Sohn sein? Ich guck mal, ob ich das Symbol für den Sohn finde. Da müsste meine Frau sein. Ne, wahrscheinlich ist die direkt hinter mir.
Ja, die ist in der Scheune. Und der Bub wird wohl nicht mehr einzeln ausgewiesen. Hat er sich wieder versteckt? Tja. Naja, zur Not frage ich ihn heute Abend. Hier ist Bernadetta. Ja, alles klar. Die macht, was sie soll. Bub, wo strummerst du rum? Oh, Entschuldigung. Ist er schon fertig? Ja. Na, dann kann ich ihn ja eigentlich wieder in die Scheune schicken. Naja, oder ich mache das, was ich sowieso vorhatte, aber soll ich ihn dafür in die... Nee, ich lasse ihn einfach mal. Auch wenn er jetzt den Rest des Tages nichts tun rumsteht. Ah. Da ist er ja, der Bub. Bübchen, kann ich dir bei etwas helfen? Papa, mir ist langweilig. Nimmst du mich auf die Jagd mit? Okay, aber versprich mir, dass du vorsichtig sein und auf alles hören wirst, was ich sage. Okay, Papa, ich verspreche es. So. Yes! Ja, mein Bübchen. Wir gehen jetzt auf die Jagd. Bleib mal da schön stehen, dann machen wir schön ein Erinnerungsfoto. Ist so ein bisschen blässlich, der Bub. Braucht dringend mal. Ja. Und egal, wo ich mich mit ihm hindrehe, hat er tiefe Ringe unter den Augen. So. So ist schon etwas besser, ja. Gehe ich ein bisschen weiter weg. Ach so, das geht gar nicht, weil er mir immer hinterhergerannt kommt. Okay, also Junge, wir gehen jetzt auf die Jagd, gucken erstmal, was wir tun müssen. Junge, ich soll Hirsch oder Wildschwein jagen und davon 4. Und dann kriegen wir ein paar wenige Dynastie-Reputation. Gut, Bub, auf geht's in den Wald. Alles klar? Ja, sehr gut. Ja. 4 Tiere gleich an einem Tag. Der ja auch schon fortgeschritten ist, der Tag. Und? Bist du noch da, Bub? Ja, er ist da. Eigentlich müsste man ihm wenigstens einen Spieß in die Hand geben, dass er sich im Fall des Falles verteidigen kann. So. Also, Bübchen. Nur, dass du weißt, wenn es irgendwie brenzlig wird, versteck dich am besten hinter einem Baum. Ja. Und wenn du kannst, kletter am besten auf den Baum drauf. Und spiele nicht den Helden. So, jetzt gehen wir hier mal ins Unterholz, denn hier sind ja oft Hirsche. Ich denke mal, hier mit meiner tollen Armbrust kann ich vielleicht auch Hirsche erwischen. So. Ah. Ich hatte ja bisher hier in diesem Let's Play auf Jagdszenen verzichtet. Aber ich denke mal, hier diese Jagd mit dem Bübchen möchte ich doch irgendwie gerne im Let's Play bringen. Also wenn ihr Jagen ganz fürchterlich findet, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, diese Folge zu beenden. Da ist nämlich schon. So. Oh. Das ging schnell. Wow.
Siehst du, Bub, so macht man das. Auf den Kopf zielen. Und schon ist der gute Hirsch, die schöne Hirschkuh, Geschichte. So. Jetzt warten wir, bis er den Kopf hebt. Ja, das war zu hoch. Verrissen im letzten Moment. Da ist der Eisenbolzen irgendwo. Da, ja. Gut, Bübchen, alles klar? Ja. Es dauert immer so lange, bis das mal startklar ist, das Ding. So. Aber ich muss schon sagen, diese Armbrust erleichtert die Jagd ungemein. Da muss man nicht mehr stundenlang einen Speer nach dem anderen auf die werfen, sondern zack. Wenn es nicht so lange dauern würde, dass, bis man die mal scharf hat. So. Zack. Jetzt soll ich da mit Emmerich reden. Erstmal wird der Hirsch gehäutet. So, jetzt hast du gesehen, wie es geht, mein Lieber. Ja. Danke, Vater, das war aufregend. Kein Problem, mein Sohn. Wir sollten das öfter machen. Okay. Ja, ich halte jetzt hier nochmal die Axt bereit. Für den Fall eines Wildschweins. Ja, haut mal besser ab. Jetzt wird nicht mehr gejagt. Es ging ja richtig zügig. So, gehen wir am Bach entlang. Ich denke mal, er geht jetzt einfach stracks nach Hause. Ja. Dann gehen wir mit ihm. Müssen ihn ja beschützen. Ach so, du kommst nicht durch. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es für so einen Bub sehr aufregend ist, wenn er das erste Mal mit dem Vater auf die Jagd geht. Auf die Weise bin ich auch mal wieder zur Jagd gekommen. So, jetzt kann ich die Axt aber einstecken. Und dann bringe ich auch gleich mal die Speere weg. Denn, oh, ich habe jetzt vergessen, in Denitzer Eisenpfeile zu verkaufen. Aber ich denke mal, das ist okay. Das hat jetzt auch keine große Eile. Was ich eher noch machen will, ist, die Felder außerhalb von den Dorfgrenzen einzurichten. Damit wir da im Frühjahr Flachs pflanzen können. So, also. Kommen mal die Speere wieder weg. So. Und wahrscheinlich habe ich auch Fleisch gekriegt. Gut, aber... hier, Leder.
Oh, 12 Leder. Und die Feder. Ach, die behalte ich mal. Fürs nächste Dings schnitzen. Pfeile schnitzen. Aber die Armbrust, oh, das hätte ich nicht gedacht, dass die so eine Verbesserung darstellt gegenüber dem normalen Bogen und dem Speer. Sonst hätte ich mir die schon längst mal besorgt. Wobei, da ich ja nur sehr selten jage, hatte das auch keine Dringlichkeit. So, jetzt tun wir uns mal hier ein paar Eimer Milch. Morgen haben wir noch. Also nehme ich mir nur 2, 3 und sauf die mal in einem Zug alle leer. So. Schlürf. Ja, schmeckt gut. Oh, ich bin vergiftet. Das ist mir bisher nicht passiert. So, dann essen wir jetzt ein paar Johanniskraut. Und dann lohnt sich's ja auch wieder, die im Frühling zu sammeln. Oh, und ich habe hier gar nicht genug Nahrung gekriegt. Ja, ich weiß, was es mit der Vergiftung auf sich hat. Aber ich finde es eigentlich blöd, dass die Sachen schon vergiftend wirken, bevor sie auf Null sind. Naja, die wollten es halt ein bisschen schwieriger machen. Ah, und hier gibt es jetzt immer pro Quartal nur noch einen Eimer Milch. Naja, ich kann auch mal was anderes essen. Aber es gibt hier nur noch einen Eintopf. Ich nehme jetzt mal von der Milch einen. Einen Eintopf. Und habe ich hier noch was im Angebot? Für meine Leute. Kohlsuppe auch nur noch eine. Pilzsuppe eine. Ja, dann muss ich wohl mal wieder kochen. Okay, dann schlürfe ich ein bisschen Milch. Schluck, schluck. Gut, aber nur bis ich satt bin. Und dann gehen wir Kohlsuppe kochen. Da muss ich ja lauter Zeugs mitnehmen. Toll. Erstmal das Rezept checken, das aktuelle. So. Kohlsuppe. Ah, inzwischen heißt es auch richtig Kohlsuppe. Gut. 2 Kohl und 3 Fleisch. Das ist schon heftig. Also, wie viel Kohl haben wir? Viel. Wie viel kann ich tragen? Nicht so viel. Was habe ich denn jetzt schon wieder einstecken? Der Eimer Milch dürfte ja nicht so schwer sein. Ah, die leeren Eimer. Gut. Davon lege ich dann mal 3 weg. Gut. Und dann nehme ich mir... Fangen wir mal mit 40 Kohl an. Und 60 Fleisch. Oh. Ah ja, jetzt haben wir wieder ordentlich viel Fleisch. 60. Gut. Und dann holen wir uns noch 20 Schüsseln. So. Okay, diese ist schon relativ verbraucht.
Also, wir haben hier zwei. Ah ja, das kriege ich ja immer angezeigt, wie viel sich da schon summiert hat. Gut, das sind jetzt über 20. Wunderbar, dann kann ich ja Suppe kochen gehen. Schöne warme Suppe wird die Leute doch erfreuen. So. Grützen und Suppen. Eintopf. Ah, hier, da. Okay, dann sehen wir uns wieder, wenn fertig gekocht ist. So, jetzt ist die Suppe fertig. Gut, die räumen wir dann mal weg. Es wird jetzt natürlich nicht sehr lange vorhalten, aber besser als gar keine Suppe. Okay. In Einzelportionen? Ja, je nachdem, wie haltbar die Schüssel ist. Ja, ist okay. Hat einen Nährwert von 30. Ihr hattet ja mal gesagt, dass der Nährwert der Kohlsuppe höher geworden ist, aber bei Kohlsuppe ist das nicht der Fall. Bei anderen Sachen ist es durchaus der Fall. Also einige Sachen, zum Beispiel die Rühreier. Oh, Rühreier. Da machen wir hier mal. So. Wie viel braucht man? Taverne. Rührei. Eine Schale und drei Eier. Wie viele Eier haben wir jetzt? 114 oder sowas war das. Ja. Knapp 40. Oi, 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 oi. Aber dann sind sie wenigstens eine Weile versorgt und die Eier sind vom Verfall gerettet. So. Ja, Schalen habe ich auch ganz ordentlich. Ich nehme mal 40 mit, obwohl das nicht reichen wird. Aber das macht nichts. So. Habe ich Ihnen auch ein schönes Weihnachtsessen gekocht. Hier. Rührei. Okay, bis gleich. So. Dann bringen wir das auch mal in die Speisekammer. Hier ist inzwischen das Licht angegangen. Ja, die machen auch Feierabend. Sitzen da schweigend. Man hört ein Feuer, aber man sieht keins. Sie sieht schon aus wie Jarognjewa. Mit dieser lustigen Frisur und so. Unsere Filiberta. So. Ja, ich denke mal, dann ist auch Zeit für Feierabend. So. Wunderbar. Jetzt gucken wir mal hier. Da haben wir die ganzen Kohlsuppen. Oh, die haben schon ordentlich was weggespachtelt. Da frage ich mich schon, ob das mit rechten Dingen zugeht. Nun gut, es sei Ihnen gegönnt. So. Ja, ich mach mal Feierabend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.